Da ist sie ja. Ich muss vorsichtig sein. Die wirken berauscht. Was ist dir passiert? Ich bin frei. Versprochen. Ελευθερία. Θρημονίτης. Και βροντών ελπίς. Ελθέ. Ή κατέχεις ωραίων θρήμους. Ελθέ. Piraten nutzen die Festung sicher als Aussichtspunkt. Du hast mir Freiheit geschenkt. Was ist hier bloß passiert? Kehre! Weißt du, ich verstehe, warum du daran Freude hast. Die Banditen wehren sich ja nicht mal. Und es gibt Wein!
Allerdings schmeckt er komisch. Barnabas? Hier ist es nicht sicher. Das ist Lotusblütenwein. Die Banditen sind berauscht. Ich fühle mich gar nicht gut. Was kommt zu dir? Das darf nicht passieren. Ein Kyklope! Ein Schwein! Ein Kyklopenschwein! Ich gebe dir ein Schmerz. Komm schon, alter Mann. Schaffen wir dich heim. Wie fühlst du dich? Das spielt keine Rolle. Die Götter, sie haben mir eine Vision gesagt. Du sprachst von einer Leder. Die Götter haben sie mir gezeigt. Leder war meine Frau. Dein Weib? Ich dachte, ich hätte sie schon lange verloren. Doch ich sah sie in meiner Vision. Sie lebt. Wir müssen sie nur finden. Ich helfe dir, sie zu finden, aber eine Vision ist keine besonders gute Spur. Es waren drei Visionen. In der Dunkelheit einer vergessenen Höhle fütterte Leda einen Kyklopen. Aber dann sah ich sie mit einer Hexe Wein trinken. Danach hörte ich sie singen wie eine Sirene. Wegen dieses Kyklopen. Richtig. Tosa und Poseidon nahmen mich bei der Hand und führten mich tief ins Herz der Höhlen von Anafe. Dort sah ich Leda einen jungen Kyklopen füttern. Leda trank also Wein mit einer Hexe? Psyche selbst zeigte es mir. Die Hexe und Leda waren Freundinnen und tranken bis spät in die Nacht hinein zusammen Wein. Im Hintergrund sah ich die Ruinen auf Paros. Sagtest du Sirenen? Persephone zeigte mir eine bemalte Wand. Dahinter lauerten Sirenen. Leda war gefangen. Dann warnte mich Demeter mit ihrer mütterlichen Stimme. Nähere dich nicht, wenn deine Ohren nicht deinen Verstand besudeln sollen. Ein guter Rat, sowohl von dir als auch von Demeter, aber was kann mir helfen? Du glaubst mir? Hier, nimm das! Bienenwachs! Wenn Leda lebt, finde ich sie. Von den Göttern riecht das gut.
Nicht unbedingt nah ran, wenn man jemanden töten will. Das habt ihr einen guten Bogen und Hütte aus dem Schatten. Ich muss rausfinden, was das ist. Was? Ich sehe nach, was das war. Schenke mir Weisheit, Athena, ich... Hey, wer ist da? Kennst du diesen Ort, Ikaros? Hier hat Lykomedes Theseus in den Tod gestoßen. Dein Herr sagte, du hättest vielleicht etwas über die Vase erfahren? Habe ich. Doch ich brauche etwas von dir, bevor ich darüber reden kann. Ich habe eine Vereinbarung mit deinem Herrn. Wir stehen auf derselben Seite. Also sag mir, was du brauchst. Du bist eine Rose unter Unkraut. Also, was brauchst du? Wenn du die Vase beschafft hast, dann sag meinem Herrn bitte, dass ich den Banditen den Tipp gegeben habe. Warum solltest du das wollen? Nach der Sommersonnenwende will mein Herr mich freilassen. Aber ich will nicht gehen. Wenn ich eine Teilschuld für das Verbrechen übernehme, kann ich ihm meine Dienste als Wiedergutmachung anbieten. Das ist lächerlich. Aber ich denke darüber nach. Nun, erzähle mir von den Banditen. Die anderen Sklaven aus der Gegend sind sicher, dass Banditen von den nördlichen Ausläufern des Berges Ori für die Überfälle verantwortlich sind. Die nördlichen Ausläufer des Ori... Kannst du auch etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Die Sklaven sprachen von einer Kupfermine in der Gegend. Dort würde ich mich verstecken, wenn ich ein Bandit wäre. Ich bin neugierig. Warum freust du dich nicht über deine Freiheit? Bei meinem Herrn habe ich eine Aufgabe, Verantwortung, Essen und ein Dach. Das hätte ich alles nicht, wenn ich allein wäre. Verstehst du? Wenn du frei bist, kannst du all das erwerben, weißt du? Wir haben verschiedene Lebensumstände und Fähigkeiten, Söldnerin.
Und hier habe ich nun mal die besten Überlebenschancen. Ich finde die Banditen und hole die Vase deines Herrn. Und bitte vergiss unser Gespräch nicht, wenn du sie ihm zurückgibst. Die Banditen sind in den Nordausläufern des Ochi. Da ist sie, die Kupfermine. Die Mine. Wenn der Sklave recht hat, ist die Vase hier. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Da stimmt was nicht. Was war das? Der Schütze ist da drüben! Solche habe ich noch nie gesehen. Ich wollte dich wie viel! Hab Dank! Ich bin noch hier! Hilfe! Freiheit! Danke! Ich bin hier gefangen! Hilfe! Viel Ärger wegen einer alten Vase.
hoffe es nicht, dass ich für den Sklaven lügen soll. Hast du meine Vase? Ja. Großartig. Wer hatte sie? Es waren Banditen, die sich in der Kupfermine im Norden versteckt hatten. Nun, ich hab sie wieder. Also gibt es noch Gerechtigkeit. Hier die versprochene Belohnung. Weißt du, dein Sklave ist sehr loyal. Du hast ihm zwar seine Freiheit geschenkt, aber vielleicht behältst du ihn bei dir. Er würde das auch wollen. Ist das wahr? Du willst bleiben? Ja, das möchte ich. Warum hast du dann nichts gesagt? Ein Sklave darf Anweisungen nicht in Frage stellen. Stimmt das nicht, Söldnerin? Auch wenn du ein Sklave bist, dein Leben gehört immer noch dir. Du hättest einfach fragen sollen, ob du bleiben darfst. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung, Meister. Es wird nicht nochmal vorkommen. Es ist vergeben. Alles kam, wie es kommen sollte. Wer pfeift da? Was? Ich werde die Ursache finden. Bei dir.
Ich muss mich verstecken. Was? Interessant. Ist da jemand? Das ist doch menschengemacht.
σπίτι. Αυτή προστατεύει μας υπό αρτήρων, βελών και υπηρετών. Gerade recht, Adlerfrau. Wir sind bereit, in Athena Gebiet vorzurücken. Sparta könnte eine Kriegerin wie dich gut gebrauchen. Wirst du uns helfen, das Blatt zu wenden? Ich teile den Sieg mit euch und die Beute. Überlebe die Schlacht und du wirst deinen Anteil erhalten, Söldnerin. Come on.
Ich kann es noch nicht glauben. Des Krieges. Hast du die Siegel für mich? Oh ja. Mehr Siegel und mehr Beweise, dass mein Plan funktioniert. Zum Glück sind wenigstens ein paar einflussreiche Männer bereit, mir zuzuhören. Die Politik überlasse ich dir. So sollte es sein. Und ich habe noch mehr Arbeit für dich, falls du interessiert bist. An Arbeit bin ich immer interessiert. Ich hatte Bedenken, eine Söldnerin zu beauftragen. Doch ich bin angenehm überrascht. Ja, das höre ich öfter. Eine angenehme Überraschung. Ich schätze, wer etwas anderes sagen würde, würde nicht lange leben. Wer weiß das schon? Wenigstens arbeitest du an meiner Seite, statt mir im Weg zu stehen. Machen dir die Feldherren Probleme? Sie weigern sich anzuerkennen, dass ich weiß, was ich tue. Aber das ist egal. Ich tue meine Pflicht und irgendwann wird ganz Athen davon erfahren. Bist du bereit für noch mehr Arbeit? Ich hol dir deine Siegel. Ich danke dir. Vorher habe ich ein paar Fragen. An wem orientiert sich einer wie du? Weißt du, wer ein wahrer Held war? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Odysseus. Er hat seinen Verstand eingesetzt. Listenreicher Odysseus nannte man ihn. Er allein hat den Trojanischen Krieg gewonnen. Und die anderen Feldherren erkannten das an. Was hält die Zukunft für dich bereit? Den Sieg oder den Tod. Man bleibt nicht lange Feldherr, wenn man keine Schlachten gewinnt. Sicher sterben viele Feldherren auf dem Schlachtfeld. Die meisten nicht. Das Volk von Athen ist die größte Gefahr für einen Feldherrn. Wenn es nicht zufrieden ist, enthebt es dich deines Amtes, verbannt dich oder verurteilt dich gar zum Tode. Und doch willst du Feldherr sein?
Es gibt keinen besseren Lebenszweck, als Athens Ruhm zu mehren. Es ist meine Pflicht und meine Ehre. Warum finde ich dich immer hier? Athena ist die Göttin der Weisheit und des Krieges. Welche Gottheit sollte ein Feldherr sonst um ihren Segen bitten? Du kommst mir nicht besonders fromm vor. Ich bin nicht der erste Feldherr in der Familie. Mein Vater war auch einer und sein Vater vor ihm. Dann hast du von klein auf gelernt, strategisch zu denken. So ist es. Mein Großvater nahm mich mit hierher, als ich ein Kind war. Er stellte mich hierhin und sagte, dass Athena unsere Schutzherrin sei. Und dass wir ihr am Vortag eines Krieges immer Respekt zollen müssen. Klingt nach einem weisen Mann. Das war er. Am nächsten Tag starb er in der Schlacht. Du kommst her, seiner zu gedenken. Und um mich daran zu erinnern, dass die Götter zwar unsere Schutzherren sind, aber uns nicht immer beschützen. Ich weiß genug. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Ruder bereit machen! Gib den Kurs vor, Kapitän! Ja.
Dafür sollten wir dankbar sein. Thank you.
könntet ihr die Sirenen betören! Du siehst besorgt aus, Kassandra. Diese Bucht kommt hin. Irgendwie bekannt vor. Ein Vogel verbringt ganze Jahreszeiten woanders, aber er erkennt immer sein Nest wieder. Das ist Sparta. Ich glaube, ich bin mir nicht willkommen. Ich weiß nicht viel, Kassandra. Doch ich weiß, wenn die Zeit reif ist, kehren wir immer wieder nach Hause. Und wo ist dein Zuhause? Diese Geschichte erzähle ich ein andermal. Bruder, bereit machen! Anlegen, vorbereiten! Mein Kind, du hast es geschafft. War dir die See auch gewogen? Poseidon scheint der Einzige zu sein, der mich nicht töten will. Und? Warst du in Thera? Hast du ihn gefunden? Habe ich. Was hat er dir gesagt? Er sagte mir, wer ich bin und wohin ich gehen muss. Also kennst du die Wahrheit. Ich bin nicht seine Tochter. Ich bin nur eine Waffe. Das entspricht in keiner Weise der Wahrheit. Du kamst aus Liebe auf die Welt. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal gemeinsam in Sparta sein würden. So sehr ich diesen Ort verflucht habe für das, was er uns antat, ist er eher meine Heimat, als es Kephallenia je war. Sparta ist unser Zuhause. Doch wir müssen den Marionettenkönig ausschalten, wenn wir Frieden finden wollen. Was ist mit unserem alten Haus passiert? Nikolaos ist geblieben, als ich ging. Aber nachdem er gegangen ist, weiß ich es nicht. Finden wir es heraus. Sehr gern. Doch zuerst möchte ich dir etwas zeigen. Vorwärts. Wenn wir Sparta kommen, desto mehr Erinnerungen kommen hoch. Egal wie weit ich auch lief, ich entkam ihnen nie. Ich weiß, auf Naxos gelang es mir. Es war, als wir in Sparta gewesen. Auf dem Grund des Meeres versetzt. Waren die Erinnerungen an uns auch da drin? Ich wünschte es mir. Aber um so eine Kiste zu bauen, bräuchte es das Holz des ganzen Landes. Hier hast du von mir gelernt, einen Speer zu halten. Mit Zögern bringst du dich nur schneller ins Grab.
Du erinnerst dich. Wie glaubst du, habe ich überlebt? Wir mussten dir den Speer in der Nacht aus den Armen reißen. Du wolltest mit ihm die Monster in deinen Träumen bekämpfen. Man tritt nicht unbewaffnet gegen Kerberos an. Sie reißen die Kinder in Stücke. Wir müssen helfen. Kassandra, warte. Du darfst nicht eingreifen. Das ist Spartas Übungsgelände. Die Agoge macht aus kleinen Jungs Männer. Dein Eingreifen würde sie nur schwächen und Sparta auch. Es nützt Sparta nichts, wenn wir sie sterben lassen. Es nützt auch nichts, wenn sie zu schwach sind, um einen Wolf zu töten. Komm, gehen wir heim. Martha? Ich bin hier. Mir ist kalt. Der Fluss, der dich trägt, wird sehr warm sein. Tut mir leid, dass ich geschrien habe. Ich war wütend. Es lag nicht an dir. Du musst dich nicht entschuldigen. Er starb ehrenvoll. Sein Tod war völlig unnötig. Was hast du hier zu suchen? Ich kam zufällig vorbei, als ich den Angriff der Wölfe sah. Doch sie sind angehende Spartiaten. Also griff ich nicht ein. Sie lügt. Sie hat die Wölfe erlegt. Sie wollte den Ruhm für sich. Du hast spartanisches Gesetz gebrochen und gelogen. Selbst dieser tote Junge hat mehr Ehre als du. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ich konnte nicht einfach tatenlos zusehen. Die Agoge macht aus Jungs Männer und aus Soldaten Spartiaten. Durch dein Eingreifen hast du sie nur geschwächt. Was nützen sie Sparta, wenn sie tot sind? Kassandra, bitte. Das ist nicht Kephallenia, Naxos oder ein anderer Ort. Es ist Sparta. Und wer spartanische Gesetze bricht, der stirbt. Glaub mir, Martha. Ich weiß genau, was passiert, wenn man spartanische Gesetze bricht. Komm, gehen wir heim. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an, werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartiaten beherrschen Lakonien, doch die meisten Einwohner sind Heloten. Versklavte Bauern, die die schwere Arbeit verrichten. Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie und Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern und jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptia den Frieden wieder her. Ich verstehe. Die meisten bringen große Opfer für Behaglichkeit. Die meisten. Nicht alle. Los. Ich hätte nie gedacht, dass ich je nach Sparta zurückkehre. Es wirkt so friedlich, wo sonst überall der Krieg tobt. Los! Los!
Es war der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaus war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, sie wird Sparta Ehre machen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse, ohne seine Lektion wäre ich nicht die, die ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch. Weißt du noch, wie du deinen Bruder das erste Mal hielst? Ich hatte Angst, ihn zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hielst ihn so fest, dass ich dachte, du würdest ihn erdrücken. Er wurde stärker, als wir dachten. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Todgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte... Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaus' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht? So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind es nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders... elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Raus damit. Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Warum bei Hades sollten Spartiaten Heloten helfen? Es gibt weit mehr Heloten als spartanische Bürger. Doch sie sind ohne Anführer. Es sind Erntehelfer, Diener und Lehrlinge. Wenn sie jemand vereinen, bewaffnen und ausbilden würde, wären sie eine echte Gefahr für Sparta. Aber du sagtest, es waren Spartiaten, die sie bewaffnet haben. Noch ein Grund mehr, uns schnell darum zu kümmern. Finde heraus, wofür die Heloten bewaffnet werden. Dann hast du die Aufmerksamkeit des Königs. Wo finde ich diese Spartiaten? Sie wurden zuletzt im Marmorsteinbruch von Gorani in den Wäldern am Eurotas gesehen. Also suche ich diese Soldaten. Und was dann? Spartiaten sind ihrem Befehlshaber treu ergeben. Schalte ihn aus, dann zerstreut sich der Rest. Und die Waffen? Vernichte sie. Die Heloten haben genug Unheil mit Schaufeln und Sicheln angerichtet. Das Letzte, was Sparta braucht, ist, dass sie Schwerter tragen. Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Das klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Und wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen. Und hier zog Leonidas mich groß. Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Ich versuch's.